ihr habt vielleicht wieder Kontakt gefällt zu anderen. Arp. Und eine Säule dort, die er anbaut. Ja, die beiden. Jetzt kommen sie beide nicht raus. So, Jakob, jetzt sind wir hier zu Gast beim ersten Hockeyspieler in dem Sommer, wo wir ja so viele Spieler treffen und die Hunde von denen. Wir sind nämlich hier jetzt beim Janik Rakep, dem Verteidiger vom EAC Biel, und der hat auch ein Hündchen, nämlich Zola, und die treffen wir jetzt gerade. Und für die, die Janik Rakep vielleicht nicht so gut kennen, abseits vom Eis, aber auf dem Eis, können wir vielleicht hier mal schnell reinschauen. Nach 3 Jahren in Freiburg und einem Abstecher in die USA spielt Janik Rakep seit letztem Jahr für den EHC Biel. Der Offensivverteidiger ist auf seiner Position einer der besten Scorer in der National League. Neben dem Eis ist die 3-jährige Zola der ganze Stolz von Janik und seiner Freundin. Die englische Cocker Spaniel Dame hat sogar einen eigenen Instagram-Kanal. Das ist also der Janik Rakep und seine Zola. Und wir gehen sie jetzt einmal besuchen. Kommst? Und zack, da ist einer ready. Das passt schon mal. Komm. Ciao, Janik. Ciao, Lars. Hoi. Alles klar? Ja, machen wir so. Schau. Warte. Hoi, Zola. Hoi. Dann auch mal los. Mal schauen, was die. Okay. Ja, noch nicht so interessiert. Kommt der schon noch. Aber Zola folgt schon mal gut, hä? Ja. Bleibt einfach bei dir. Ist gut, dann einer, der die Äpfel zusammen lässt. Ihr sollt euch jetzt eigentlich so ein bisschen kennenlernen, nicht verschiedene Wege gehen. Janik, wie lange hast du Zola schon? Also jetzt ist sie 3-jährig, das heisst, wir sind jetzt etwa seit 2,5 Jahren mehr oder weniger. Wir haben sie nicht von jung auf, also wir haben erst ab 8 Monate. Und mittlerweile hat sie dann gleich schon viel gesehen. Also wir haben sie auch mit auf Amerika genommen. Hat ihr natürlich gefallen am Meer und am Strand. Und jetzt ist sie natürlich auch happy. Los, Janik, heute ist ein bisschen das Ziel von den Besuchen, die ich mache bei den Hockeyspielern. Ich will zum einen den Hockeyspieler an sich ein bisschen besser kennenlernen und das außerhalb vom Eis. Vielleicht auch mal daheim besuchen, aber in Verbindung mit einem Spaziergang, mit deinem liebsten Vierbeiner natürlich, oder? Und das Ziel ist dann auch ein bisschen, dass sich die Hunde vielleicht ein bisschen kennenlernen und dass wir vielleicht noch 2-3 Übungen haben, wo du mir vielleicht etwas beibringen kannst, weil eben Zola ist ja ein bisschen älter als der Jakob. Und vielleicht kriegen wir da jetzt etwas her, aber vielleicht sitzen wir doch am Anfang einfach mal schnell ab, oder? Können wir machen. Ich glaube, die Hunde sind auch entspannt. Sie sind auch im Schatten. Inwiefern hat jetzt vielleicht der Hund oder du ein bisschen mehr Mühe gehabt, um zurückzukommen in die Schweiz oder für den Umzug allgemein? Oder ist es beiden sehr gut? Es ist mega unkompliziert. Also jetzt auch von Freiburg auf Bio oder auf Amerika. Und sie fühlt sich eigentlich überall relativ schnell wohl. Solange mehr drum herum sind, spielt es eigentlich nicht so eine Rolle. Also, denke ich, ich hatte ein bisschen mehr Mühe gehabt mit dem Jetlag, wo wir sie ankommen. Und bei ihr war es überhaupt gar kein Problem. Sicher beim Hund und bei ihr, wo manchmal ein bisschen heikel ist, beim Futter, ist es ein bisschen schwierig, das richtige Futter zu finden. In Amerika ist es überhaupt nicht das gleiche wie in der Schweiz. Aber es ist eben, wie gesagt, wirklich sehr unkompliziert. Also, man kann sie auch überall hernehmen. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ja, du bist eine Flotte. Du bist eine gute. Wie war es jetzt im Frühling oder jetzt auch im Sommer, so ein bisschen in dieser doch speziellen Zeit mit Corona? Die Saison war zum einen schon mal früh fertig gewesen. Jetzt aber abgesehen vom Hockey, wie war es mit dem Hund? Sie sind natürlich die ganze Zeit daheim gewesen. Hat sie es cool gefunden oder ist sie irgendwann ein bisschen auf den Weg gegangen? Ich glaube ein bisschen beides. Also ihr hat sicher den Kontakt mit anderen Hunden gefällt. Jakob! Was sind denn alle? Hey! Ist er in die Wohnung gut? Ja. Hast du keine Einladung gekriegt, zum Reingehen? Nein, eben. Also ihr hat vielleicht ein bisschen den Kontakt gefällt zu anderen. Arp. Eine Säule dort, die er anbaut. Ja, die beiden. Jetzt kommen sie beide nicht raus.
Das ist eigentlich mein Hausschwein da oben. Er hat auch recht Mühe mit Katzen, die bellt er auch. Darum habe ich jetzt gemeint, es sind Katzen. Komm da! Nein, nein. Nein, und ich glaube aber, sonst hat sie es eigentlich mega genossen. Wir waren die ganze Zeit um sie herum. Ich hatte eigentlich die Möglichkeit, meinen eigenen Kraftraum daheim zu machen. Ja. Durch das musste ich eigentlich auch nie weg. Müssen. Und du hast nie können wirklich Freunde gesehen, also immer nie weg können. Und sie hat es eigentlich, glaube ich, schon sehr genossen, sind wir daheim gewesen. Und es ist eine schwere Vergangenheit, haben wir das Gefühl. Es ist eben mega schüch zu fremden Personen. Und jetzt in diesen 3-4 Monaten ist sie, habe ich das Gefühl, dass sie extrem aufgegangen, weil sie auch das Vertrauen zu uns grösser aufbauen konnte. Und wie ist es eben mit Hunden besuchen? Also wenn wir jetzt hier vorbeikommen, ist sie dann auch recht schüch oder stresst sie da so ein bisschen? Oder? Es ist so ein bisschen 50-50. Also, wenn sie sich nicht für andere Hunde interessiert, dann liegt sie her und macht ihr Ding. Und wenn jetzt wir auch schon jüngere Hunde hier hatten, die sie dann genervt haben, weil wir spielen und spielen. Ja. Und dann kann sie sie schon zurechtweisen, und damit die anderen wissen, sie wollen einfach allein gelassen werden. Und dann, komischerweise, bei Bahnhunden macht es einfach wirklich Klick und dann spielt sie den ganzen Tag mit denen. Okay. Das ist überhaupt kein Schema, gross, klein oder was auch immer. Wir haben es noch nie herausgefunden. Das heißt, wenn wir den zweiten Hund haben, müssen wir schon herausfinden, was für einen. Aber ich würde vorschlagen, wenn Sie jetzt schon mal ein bisschen aktiver werden, können wir auch ein bisschen aktiver werden. Ja, definitiv. Gehen wir mal auf einen kurzen Spaziergang, oder? Das ist gut. Schatten, ne? Ja, ist... Janik, ich weiss, du kannst schon so ein paar Tricks mit der Sohle. Das habe ich schon gehört und schon gesehen. kannst du uns etwas beibringen? Ja, wir können es probieren. Wir können es probieren, totzustellen. Totzustellen? Mit dem Jakob. Mal schauen, wie das geht. Es klingt schwierig, aber es ist, glaube ich, relativ einfach. Okay. Mal schauen, wie er lässt. Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Also das eigentlich musst du machen. Platz ist natürlich eine Voraussetzung, ja, dass er das kann. Das kann er. Und dann nimmst du sofort hin. Soll ich ein? Nein, sitzen. Machst du Sitz, Platz. Und dann gehst du mit dem Kudeli, gehst hinter den Kopf, damit sie sich automatisch herlegt. Ja. Und dann muss sie natürlich dort warten. Dann kommt sie wieder auf. Hopp. Okay. Und wenn du das, je mehr du das machst, jedes Mal, wenn du eigentlich runtergehst, das ist eigentlich dein Wort, das ist ein Peng oder was auch immer, wie du willst. Ja. Und dann natürlich, Übung macht den Meister. Ja. Und irgendwann sollte sie dann von hier oben aus sollen. Da kommt, dann sitzen. Sitz. Peng! 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 Voilà. Sollte sie dann so gehen. Aber vielleicht beim ersten Peng nächstes Mal. Ja, der Schuss ist noch nicht so gesessen. Ich bin daneben geschossen. Also, Jakob, wir probieren das einmal. Jakob, sitz. Ja, komm, Platz. Platz. Jetzt so. Gehst hinter dem Kopf, dass er sich eigentlich fast muss auf die Seite legen. Platz. Er steht dann wieder auf. Das ist das Problem. Platz. Und drehen. Komm. Platz. Ja, komm. Er hört noch. Platz. Ja. Und jetzt Platz. Jakob, Platz. Wow. Kann man auch so viel helfen? Ja, kannst du sicher nicht. Keine Chance. Hey Janik, wir waren in der ersten Folge bei einer Hundetrainerin. Sie hat uns ein paar Tipps gegeben, ein paar Übungen auch mitgegeben. Und die Übungen würde ich jetzt gerne mal kurz mit dir ein bisschen anschauen. Jetzt, die eine Übung hier, die heisst nämlich drehen. Im Stehen kann sie eigentlich nicht wirklich mehr. Vielleicht kriegen wir das her mit Hilfe von Carolina Jaroch. Sie erklärt das nämlich so. Gut, die nächste Übung ist um die eigene Achse drehen. Leo, doch nicht! Das sieht dann so aus, wie man es auftrainiert. Man kann zum Beispiel sogar Futter in die Hand nehmen und sich überlegen, welche Seite man es macht. Ich locke um die eigene Achse.
Ich sage, ist das richtige Verhalten drin. Top. Das Lobwort. Danach gibt es Belohnung. Dann tue ich nur so, als hätte ich Futter in der Hand, aber ich hacke. Oder einfach Sichtzeichen. Top. Und jetzt möchte ich das Sichtzeichen verknüpfen mit dem Wort, das ich später habe. Und das heisst, ich sage das Wort und nach dem Wort sofort Sichtzeichen. Damit er verknüpft, das Wort bedeutet das Verhalten. Doch ne, top. Und so verknüpft er es. Okay. Sieht eigentlich relativ einfach aus. Sieht simpel aus. Wollen wir es mal probieren? Können wir, wenn ich meinen Hund finde. So, komm. Wir können es ja gleichzeitig probieren, oder? Komm mit. Jakob. Deine Leckerli sind interessanter als meine. Jakob. Drehen. Oh. Schau mal. Oh. Ich kann das ja schon. Jakob. Jakob, schau. Ja. Stopp. Top. Drei. Top. Bravo. Jakob, komm her. Drei. Drei. Ja, schau. Top. Bravo. Drei. Drei. Top. Bravo. Ja, das ist doch gut, oder? Ich glaube, ich würde sagen, wir haben das einigermaßen gut gemeistert, oder? Ich glaube schon. Wenn wir ja, schon beim ersten Durchgang. Ohne Problem. Wir wollen sie jetzt auch nicht ausreizen, es ist sehr warm, oder? Sie sind schon ziemlich abgegangen. Da mit dem Spazieren. Und dann würde ich vorschlagen, würden wir doch sonst wieder mal zurückgehen, oder? Dann können wir noch ein bisschen über Hockey reden. Können wir machen. Gut. Komm. Hallo, komm. So, sitzen wir noch ein ab. Sehr gerne. Bin doch ein bisschen ab. Jakob, komm. Komm. Hey, Janik, seit dieser Saison, oder seit letzter Saison besser gesagt, wieder zurück in der Schweiz, in der National League. Jetzt so ein bisschen zurückblickend, wenn du auf die vergangene Saison zurückschaust, auf auch die Entscheidung zurückzukommen, ist es die beste Entscheidung jetzt in dem Moment? Ich glaube schon, es ist halt schwierig zu sagen. Wir wüssten nicht, wie es anders wäre gesehen, aber bin ich sehr happy mit wie die Saison eigentlich verlaufen ist. Relativ viel Selbstvertrauen wieder tanken können. Ich war bei einer Mannschaft, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das ist eigentlich nicht die Idee, Jakob. Das ist mies. Das tust du da. Das hat sie auch schon gemacht, nur mit Kohlensäure. No, mich stört es nicht. Dann noch weiter. Prost. Nein, aber ich war wirklich in einer Mannschaft, in der wir auch relativ viel Erfolg hatten. Trotz eigentlich der Niederlagenserie, die wir dort hatten, waren wir relativ gut platziert. Und wir waren eigentlich auch alle gesund für die Playoffs und top motiviert. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wir hätten eigentlich eine wahre Chance gehabt. Was mir angeht, bin ich sehr froh. Ich hatte von Anfang an das Vertrauen vom Trainer. Sie haben gesagt, als ich bekomme, sie geben mir Zeit, wenn ich ein bisschen brauche, wieder reinzukommen. Das ist absolut kein Problem. Und die Zeit hast du gerne gebraucht, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich wirklich mega wohl gefühlt in der Mannschaft. Wir hatten sehr gute Teamchemie gehabt, von Anfang an eigentlich, durch die ganze Saison durch. Und das so, in dem Sinne, habe ich das eigentlich noch nie erlebt. In Freiburg haben wir schon auch eine gute Teamchemie gehabt, aber du hast auch gleich noch das Welsch, Deutsch-Schweizer ein bisschen, auch wenn du es nicht wirklich willst, aber es ist auch gleich ein bisschen dort. Und in Bridgeport, dort war sowieso jeder für sich. Gewesen. Und darum habe ich mich sehr wohl gefühlt letztes Jahr und bin sehr froh, dass ich eigentlich wirklich weitermachen konnte, wo ich aufgehört habe, was Offensive angeht. Und sicher, dass ich defensiv vor allem mich extrem verbessern konnte. Inwiefern hilft dir Zola, wenn es jetzt einmal nicht so läuft, in deinem Beruf sozusagen, im Eishockey? Ich glaube, sie hilft mir eigentlich schon relativ fest, weil es tut schon manchmal gut. Wir eigentlich, zum Beispiel das Spiel, wenn wir am Freitagabend Match haben, trainieren wir am Samstagmorgen meistens freiwillig. Und was ich dann auch viel mache, dadurch, dass ich relativ viel Eiszeit habe, gehe ich dann anstatt auf die Eis. Gehe ich mit ihr laufen, ein Stündchen und bewege mich. Ich kann den Kopf noch mal ein bisschen lüften.
Es ist natürlich auch schön, immer wenn du heimkommst, ist jemand, der auf dich wartet. Mhm. Neben meiner Freundin logischerweise. aber natürlich auch einfach ein Bezugstier quasi. Etwas, ja. wo egal wo du bist, sie ist immer dabei und sie ist immer gut gelaunt. Also sie interessiert nicht, wie ich gespielt habe. Sie wird mir genauso am Faden haben. Also es ist sicher es gibt mir ein gutes Gleichgewicht, auch, vor allem die vielen Spaziergänge. Dann würde ich vorschlagen, machen wir aber noch ein Abschiedsfoto. Das mache ich jetzt bei jedem Spieler, den ich besuche. Mit den Hunden zusammen. Dann machen wir noch ein kleines Foto. Ja, cool. Dann sind wir dann auch schon wieder weg, oder? Tito. Jakob, komm. Ja. Ja, fein. So, jetzt haben wir genau 2 Sekunden. Gut. Ich wünsche euch eine ganz gute Saison, einen guten Sommer. Danke. Dann hoffen wir, dass es bald wieder losgeht. Gell? Ist gut. Wir sehen uns. Super, merci. Gell? Cool. Ciao, Janik. Tschüss. Moin, komm. Schau, so rein. Ölla. Das ist jetzt aber eine Premiere. Dass man nie so reinkommt. Da sieht man nur, was man alles lernt, wenn man ein bisschen unter die Leute geht. In diesem Fall unter die Hockeyspieler und dann ihre Hunde. Das wäre es also gewesen, wenn ich Janik gerade gebe. Und bei der Zola, ich glaube, wir haben ein bisschen etwas gelernt. Wir haben auch ein bisschen noch etwas erfahren von Janik. Ein bisschen etwas abseits vom Eis. Und so möchten wir eigentlich auch weiterfahren. Das nächste Mal treffen wir Phil Baltisberger von der ZSC1. Das heisst, wir müssen ein bisschen weniger weit fahren. Da sind wir gespannt, was er mit seinem Vierbeiner so zu erzählen hat.